Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play BioShock. Ich habe mich gerade gefragt, wenn ich hier alle Little Sisters in diesem Level schon mir gekrallt habe, kriege ich da gar kein Geschenk? Ich habe sonst immer ein Geschenk bekommen, wenn die fertig waren. Ich bin mir übrigens dessen bewusst, dass ich ihn ranrennen lassen könnte, um ihn dann mit Feuer also hier abzubrennen. Aber ich wollte nicht. Da muss ich lang. Wo geht's hier lang? Wieso tragen wir diese Masken? Vielleicht erinnert sich ein Teil von ihnen daran, wie sie einmal ausgesehen haben. Und sie schämen sich. So. Okay, wir müssen auf jeden Fall. Wir kommen hier lang. Wir gehen also da. Und da. Ja, hier können wir eigentlich uns ein bisschen entgegenbauen. So, und da brauchen wir eigentlich nur noch einen, der nach oben geht. Da haben wir ihn doch schon. So. Kamera ist hier um die Ecke. Oh shit. Oh shit. Ich bin direkt am Geschütz vorbeigelaufen. So. Okay, wenigstens kommen wir dieses Mal dort lang. Wir lassen das erstmal so. Und zwar hier nach unten. Runter. 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 Nochmal runter. Und wir brauchen so einen Kollegen und einen, der diesen hier macht. Genau. Kommen die Geräusche gar nicht hinterher, ey. So. Kann ich hier oben rum? Direkt einfach. Dann brauchen wir mehr, die nach oben gehen. Noch einen am besten. Okay, einer, der nach rechts ist. Dann können wir hier schon mal lang bauen. Okay, das passt. Gut. Dann haben wir schon mal ein bisschen was auf unserer Seite hier. Dann. Das ist mir zu heikel. Das mache ich lieber nicht. Da hinten ist, glaube ich, destilliertes Wasser. Hier ist aber noch was zum An. Wow, was war das denn? Die Kinder müssen voll lebens- und funktionstüchtig bleiben, um effektive Adam-Produzenten zu sein. Ich hatte vergeblich gehofft, wir könnten sie in einen vegetativen Zustand versetzen, damit sie gefügiger werden. Ich fühle mich in ihrer Nähe äußerst unwohl. Auch wenn sie diese Dinge im Bauch haben. Es sind immer noch Kinder. Sie spielen, singen. Manchmal sehen sie mich auch. Endlos lang. Manchmal lächeln sie. Da bekommt jemand Gefühle für seine kleinen Opfer, hä? Oh, scheiße, ich hab getrunken. Aber das ist. Warum? Ich habe mal gehört, dass Babys so süß gemacht sind, damit wirklich der Mutterinstinkt sofort geweckt wird bei jemandem. Also egal, ob das jetzt ein süßes Tierbaby ist. Boah. Kann es echt leider nicht lange angucken, aber es sieht so fett aus, ne? Damit die Mutter sich, oder die Eltern generell, sich davon angesüßelt fühlen und es behalten und nicht es töten. Ne? Muss eigentlich in die komplett andere Richtung.
Ja, das war schlau. Ich krieg Besuch. Wo kann ich ernten? Dich. Dankeschön. Das ist schon mega praktisch, wenn man die alle auf seiner Seite hat. War ich das? Ich glaube schon. Okay. Das ist natürlich hier ein fettes Paradies. Kann ich hier rein? Oh ja, kann ich. Ich weiß aber nicht, ob ich das sollte. Gerade Waldzunft. Ich befolge alle seine Gebote. Oh shit, ich habe ja noch Dingens dran. So. Ich schicke dir Seiten. Ah, shit. Ich liefere einen anständigen Kampf. Ich höre an, Big Daddy. Aber? Ja, wir haben die Sister schon gerettet. Sorry, dass ich immer wieder gucken muss. Aber ich vergesse es wirklich. Ah, da ist das. So eine Vita-Chamber? Cool. Ich wäre fantastisch in der Rolle. So, die gucken uns nachher an. Ich würde gerne erstmal hier hinten ein bisschen ausräumen. Ach, das ist das doch nicht. Hauptsache, ich vergesse das nicht, das Ding, wo ich jetzt reinspringen wollte. Was können wir denn entwenden? Immer noch nicht das Dingens. Autohacker kann ich aber machen. Oh, noch einen. Ja, das lassen wir so. So, lassen wir mal die... Oh Gott. Die Rosie durch, wollte ich sagen. Mutter Gottes, hilf mir, die Idee schickt. So. Wir wollen dort aber noch nicht lang. Was ist das? Ah, noch so eine Einheit, die wir brauchen. Hier haben wir ein Power to the People MG. Die Schrotrückstoßverringerung, das wäre natürlich geil. Schadensteigerung, Feuergeschwindigkeit. Feuergeschwindigkeit ist auch cool bei der Schrot. Aber ich glaube, mein zweitliebstes ist das hier. Granatwerfer, Schadensimmunität. Automatisch generierte Hohlladungen machen dich deinen eigenen Granaten gegenüber... Ach so... Ach so. Ich wusste gar nicht, dass ich anfällig dafür bin. Ich mache aber erstmal das hier. So, bleiben aber trotzdem bei dem Kollegen hier erstmal vor. So. Ich möchte gern einen geraden. So. Nach unten zu, bitte. Genau, dann haben wir schon da zwei Kollegen. Da können wir schon mal vergessen, dass wir dort lang können. Wir brauchen diesen, genau. Wir brauchen jetzt einen, der das hier macht.
Und so. Ende, das macht. Perfekt. So, dann pass mal auf mich auf, bitte. Hier hinten ist noch lecker Schlabbi. Nee, das ist Ike, das wollen wir nicht. Das nehmen wir mit. Boah, ich finde doch nie wieder zurück. Nee, gehen brauchen wir aktuell nicht. Ich finde doch nie wieder dorthin zurück, wo ich runterspringen wollte, um das fette Zeug mitzunehmen. Ist es das? Oh, ich glaube, das ist es. Ah, shit. Jeder Forschungsfotograf will der Beste sein und mit Photographers Eye sind sie das vielleicht auch bald. Sobald sie dieses unbezahlte Gentonikum angewendet haben, haben sie auch den Durchblick. Ich glaube, ich mache das hier mal, ne? What? Versuchst du es mir besonders schwer zu machen? Das ist mein Leben! Meins! Ah! Wo ist es denn? Das hat jetzt gedauert, ne? Tut mir leid. Jetzt hätte ich dich natürlich eher umgebracht, aber ich bin ein Noob. Ein absoluter Noob. Ich spiele viel, aber das heißt nicht, dass ich gut darin bin. So. Kinders, wart nur zu zweit? War ja nicht noch einer? Huch. Gottes Willen, Schock fürs Leben. Okay. Hier sind wir überall schon... Oh, hier hatte was. Hier sind wir überall schon gewesen. Wow, shit. Ich habe es im letzten Augenblick erst gesehen und mich furchtbar erschrocken. Die Power to the People, da waren wir schon. Hier sind wir gerade lang gelaufen. Die Rosie lassen wir mal in Ruhe, weil wie schon gesagt, ich schieße so schlecht, dass das keinen positiven Effekt für mich hat. Gut. Dann würde ich sagen, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem wir uns schnell an Rosie vorbeidrängeln. Können wir schon? Panzerbrechendes? Nee, können wir nichts Neues bauen. So, dann folgen wir jetzt. Jetzt der Zeitpunkt, wo ich gerne mal wieder dem Pfeil folgen würde. Boah, das ist so schwierig. Wenn es hier... Ah, lass mich bitte durch. Wenn sie so alles erschüttert mit ihrem Gang. Okay, dann haben wir vielleicht... Wie lautet die größte Lüge der Welt? Was ist das Brutalste und Obszönste, das der Menschheit je angetan wurde? Die Sklaverei? Der Holocaust? Die Diktatur? Nein. Das Instrument, mit dem all diese Bosheit erschaffen wurde. Dankeschön. So. Dann sollen wir... Schade, dass sie nicht... Schauen wir uns weiter um, wollte ich eigentlich sagen. So, hier lang sollen wir. Ich habe
wird sein Leid beendet. Au, Bienen, Bienen, überall Bienen. Au, die pieksen mich. Ich raste aus. Okay. Muss ich die rauslocken und dann das hier anbrennen? Kann das sein? Wartet mal. Bienen? Bienen? Doch nicht. Okay. Dann lassen wir das mit den Bienen töten. Und gucken uns um, was wir hier noch so haben. Honig. Gehen. Ich will mal Datenbank sagen. Wow, genau, jetzt kommt. War das richtig? Wir dürfen nicht das Häuschen anfassen. Haben wir daraus gelernt? So. Adam ist quasi ein gutartiger Krebs. Es zerstört die ursprünglichen Zellen und ersetzt sie durch instabile Stammversionen. Genau diese Instabilität verleiht ihnen diese verblüffenden Eigenschaften. Aber sie ist auch für die kosmetischen und psychischen Schäden verantwortlich. Man braucht immer mehr Adam, um den Verfall aufzuhalten. Vom medizinischen Standpunkt aus ist das eine Katastrophe. Betriebswirtschaftlich gesehen, naja. Fontaine reibt sich die Hände. Okay, was hatte ich gesagt, brauchen wir für einen Slot? Ich gehe mal schnell gucken. Technik was, oder? Safecracker und sowas alles. Ich guck bloß nochmal, was ich sonst... Ah, hier habe ich das mit dem Auge schon drin. Achso, ja, ich habe es ja mit reingenommen. Das ist richtig. Bei Körper, was ist das? Sicherheitskameras und Geschütze brauchen länger, um dich zu erspähen. Eve-Link habe ich schon Eve-Link 2 drin. Ah, ich glaube, das ist am fettesten. Verringert die Dauer von Kameraalarmen. Das ist gut. Verringert den Schwierigkeitsgrad beim Hacken. Verringert die Preise. Eine Alarmplatte, dann ist ja der hier besser. Also nehmen wir einmal Technik-Tonika. Slot. So, Technik-Tonika-Slot. Und wir wollen 2 Übungsplatten, genau. Ja, und ansonsten würde ich erstmal... Feuer, Human Inferno ist natürlich geil, ne? Aber ich habe eh keinen Slot dafür, um das zu verwenden. Deswegen lassen wir das mal so, wie es ist. So. Und gucken uns ein bisschen weiter um. Okay, ich muss da drin was machen. Mit der Rauchsteuerung setze ich die Dinger aus. Weil ansonsten würden die mich totpieksen, denke ich mal. Wir probieren es einfach mal kurz aus. Wie lange hält das an? Also sie kommen langsam schon... Ah, okay, es tickt dann schneller. Da hinten ist auch eine Eve-Spritze, habe ich gesehen. Okay, okay. Wo ist denn? Bin ich bescheuert? Ah, hier oben. Töten die Bienen die jetzt? Komm hier rüber! Ich glaube schon, oder? Mega cool.
Hast du ein Problem mit deinem zuckenden Fuß, ha? Huh? Okay. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, wie viel ich noch brauche davon. Ich weiß aber, dass ich dort hinten die Spritze haben will. Wo willst du hin? 5 von 7. Lass mich durch. Oh, ich habe keine Muni. Panzerbrechend ist scheiße, aber... So. Dann steigen wir mal oben auf das MG. Und ich glaube, ich habe 5 von 7 erst oder so. So, wo können wir denn noch? Hier nicht. 6. Du bist ein Nichts, eine Null. Da ist nichts drin. Au. Au, 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 au. Au, au, au. Ich gehe schon. Au. Sage mal. Ist ja gut jetzt. So. Eins brauche ich noch. Also einmal Honig. Machen wir mal Antipersonen rein. Darauf habe ich überhaupt nicht geachtet gerade. Oh Gott. So. Stirb, du! Lass mich da! Wo habe ich denn? Ich komm rein! Okay, ich habe alle. Ich will die Knarre. Oh, ich fasse es nicht. Ich kann die echt nicht aufnehmen, ne? So, ich habe gedacht, ich kann hier ein bisschen noch die Leichen vielleicht angucken. Und... Okay, dann jetzt hier aber schnell wieder raus. Ach, geht die erst auf, wenn der Rauch weg ist? Krass. Gut. Das ist aber auch ein bisschen gelitten, ne? Gut, gut, gut. Dann würde ich an der Stelle gerne mal speichern. Und wenn ich so auf die Uhr gucke, liebe Leute, ich weiß gar nicht, was wir in den ganzen 24 Minuten gemacht haben. Wahrscheinlich nicht viel, oder? Kann das sein? Der Parasit verbreitet ständig Gerüchte. Fontaine ist tot. Rapture lebt. Und ich würde an der Stelle gerne eine kleine Aufnahmepause machen. Und wir legen beim nächsten Mal wieder los mit Let's Play Bioshock. Bis dann. Tschüss.